Leute, willkommen zurück zu Phasmophobia. Ich bin Phasmo, vor mir steht Phobia. Ja, sind heute auf Geisterjagd. Ich bin bereit. Let's go. Boah, ich glaube, mein Arsch klebt an meiner Hantelbank. Sehr geil. Walter Brock. Bin ich gerade beleidigt? Ja, du siehst aus wie ein Brocken. Siehst aus wie ein Walter. So, ich nehme die Taschenlampe. Nee, was habe ich immer genommen? Ich habe keine Ahnung mehr von dem Spiel. Du hast die Kamera genommen, eine Taschenlampe und ich glaube die Spiritbox. Warte mal, jetzt habe ich die Spiritbox, genau, und den Camcorder und die starke Taschenlampe. Okay, na denn. Wir sind solche Autisten. Achso, hier Walkie-Talkie-Check. Funktioniert's? Walkie-Talkie funktioniert bei mir, check. Over. Okay, bei dir funktioniert's auch, over. Okay, over, check. Ich muss dich mal kurz ein bisschen leiser machen, weil immer, wenn du redest, fliegt mein Ohr weg. Okay, mach mich leiser. Hi. Ich habe das Sichtfeld so weit unten, deswegen sieht das Spiel so anders aus. Jetzt verstehe ich. Okay, jetzt kann's losgehen, jetzt kann's losgehen. Fuck, ich hab original, wir haben wirklich irgendwie ein, zwei Wochen nicht gespielt. Ich hab wieder richtig Schiss. Oh, die Sicherung ist raus. Ich geh mal die Sicherung reinmachen. Also ich muss doch noch mal kurz in die Einstellungen. Ich hab jetzt eine Maus, da kann ich die Spracheinstellungen auch. Ich hab nichts mehr gehört, ich bin vor dir weggelaufen. Ah ja, perfekt, okay, danke schön. So, die Sicherung ist drin, du kannst Licht anmachen. Ich hab jetzt eine neue Maus. Aber ich habe immer noch keinen Stuhl. Unwichtig. Findest du meine Prioritätensetzung? Ja, durchaus valide. Oh fuck. Oh Was ist fuck. denn hier jetzt? Da hinten, guck mal, der Butcher! Alter, der Butcher! Das steht aber nur da hinten rum. Ich gehe mal kurz gucken, was die Aktivität sagt. Die Aktivität ist bei 0 und der Countdown ist in 2, 1, 0 vorbei. Jetzt kann er anfangen zu jagen. Er redet ins Walkie-Talkie, over. Ja, der stand auf jeden Fall nur da rum, aber wir waren ja noch in diesem Countdown, glaube ich, ne? Ja, genau. Ich gehe mal mit der Kamera durch und suche nach Orbs, das habe ich immer gemacht. Ja, hast du das Licht hier ausgemacht im Wohnzimmer? Nee, hier stand auch der Butchermann. Was ist ein Hund? Ey, hier fliegen tatsächlich Orbs. Hier in dem Wirklich Raum. jetzt? Ja, hier sind Orbs. Okay, stell mal die Kamera hin. Ich hab das mal so da platziert. Ich mach die Spiritbox an. Ja, dann gehe ich mal kurz raus. Ich glaube, du musst alleine sein. Und Licht muss auch Bist du sein, ne? hier? Bist du in diesem Raum? Oh mein Gott, die Tür ist zu. Hallo? Ja, ich höre dich noch. Die Tür ist noch offen? Ja, nein, die Tür ist zu bei mir. Ich komme nicht mehr raus. Die kann nicht abgeschlossen sein eigentlich. Nee, ich hab falsch rum aufgemacht, sorry. Also wir haben schon mal Spiritbox. Bildbox und Orbs, ne? Genau. Bei mir hat sich gerade eine Tür geöffnet. Wenn ich mich gleich nicht mehr melde, dann wurde ich zerbutschert. Bin ich blöd oder ich sehe keine Orbs? Oh mein Gott, Nico, komm raus, komm raus! Mein Spiel hat keinen Ton mehr. Sorry, ich habe mich mega weggehauen. Also wir haben einmal Geisterorbs und wir haben Spiritbox oder nicht? Genau, Geisterbox so. Ja, aber ich werde kein Miesepeter sein, aber auf der Kamera sehe ich keine Orbs. Also als ich da eben geschaut habe, waren da welche. Ja, vielleicht hast du auch im Flur davor die Orbs gesehen oder in einem der Räume dahinter oder so. Da sind ja noch zwei kleine Räume, weißt du? Aber da liegt doch was, oder bin ich doof? Warum geht denn die Kamera andauernd wieder aus? Ich mach die aus. Alter, ich glaube, die sind da hinten in dem Raum. Geh mal in den Raum da hinten rein. Ich glaube, da sind die Orbs drin. Ja, guck hier. Ja, die sind da in dem Raum. Das heißt aber, du musst die Spiritbox nochmal machen, weil in dem Raum davor kann es sein, dass die Spiritbox dann halt nicht gilt, ne? Gib mir das Zeichen, bist du wieder. Aktivität ist weiter bei 0. Ich komme mal rein und leg mal das Geisterbuch und den Dots-Projektor rein, ne? Ja, ich bin auf dem Klo, aber der antwortet. Hat mir aber im anderen Raum geantwortet. Bist du hier? Ich glaube, du musst es im Dunkeln machen und vor allem in dem Raum drin. Es hat gerade geflammt. Bist du in diesem Raum? Okay, er hat mir eine Antwort gegeben. Er hat gesagt, bist du in diesem Raum? Oh mein Gott! Mach's Klo zu! Alter, mach's scheiße auf so. Hast du das Licht ausgemacht? Oh! Digga, Mann, Alter! Guck mal.
Ich glaub, der jagt, Nico. Da stirbt er einfach vor meinen Augen. Wie er da hängt. Hey Nico, damit du mich auch hörst, werde ich jetzt mal die ganze Zeit im Walkie-Talkie... Oh! Fuck, Alter! So ein Scheiß. Also ich werde jetzt mal, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du jetzt bei mir bist, Nico, aber ich werde jetzt mal kurz im Van chillen und gucken, ob ich den Dots-Projektor sehe. Ich glaube, Dots ist es nicht. Ich glaube, der wäre schon längst aufgetaucht. Buch ist leer. Alter, wie er hier hängt! Lieber Geist. Sage, ich habe dich gehört. Ja, du brauchst nicht nachts mehr, nichts nach mir werfen, Geist. Lieber Geist. Ja, danke. Oh nein, ich bin... Oh Mann. Oh, ey. Ja, wurdest du auch zergeruselt? Ja. Ja, aber jetzt werden wir es auf jeden Fall schaffen. Ich habe mich wieder richtig in meine Rolle als Geisterjäger reinversetzt. Ich wurde leider direkt hinter der Scheißhaustür gesnackt. Ich bin auch sehr unvorteilhaft hingefallen. Ja, ich hab's gesehen. Also das sah nicht gesund aus. Ich starte? Ich hab beruhigt. Ja, der redet einfach, während ich auf Starten klicke. Der ist doch wirklich, der hat den Schuss nicht mehr gehört. Eddie Sweeney hat einen kleinen Weenie. Nimm mal die Kamera. Mach die Kamera aus! Warte mal, ich glaube, meine Nachbarn rufen die Polizei. Moment. Sicherungskasten ist in der Garage. Der Sicherungskasten ist an, du kannst Lichter machen. Ja, ich gehe hier mal mit der Cam durch und schau mal nach. Achte nebenbei auch immer auf die. Auf den Atem, ne? Ja, aber bisher habe ich nichts gesehen. Oh, hier ist der, der Cursed Spiegel. Soll ich den mal benutzen? Ja, aber was bringt das? Dann sehen wir, wo der Geisterraum ist. Aufhören, ins Walkie-Talkie zu sprechen. Ja, aber dann wird meine Sanity halt gedrained, ne? Ach so, ja, machen wir, oder? Ich bin ja auch hier. Ich kann dich zwar nicht beschützen, aber kann zumindest psychischen Beistand leisten. Ich guck mal rein, ja? Alles klar. Das ist hier im Flur direkt. Ich hab dich gerade gesehen im Spiegel. Es ist hier direkt. Von hier aus habe ich dich gesehen gerade. Entweder hier oder es war das Wohnzimmer. War da nicht ein Ventilator? Doch, das Wohnzimmer ist es. Da war doch ein Ventilator, ein Deckenventilator. Oh mein Gott. Machen wir mal raus. Ich guck mir mal kurz meine Sanity an, ja? Ja, ich habe nur noch eine Sanity von 19%. Ja, aber dafür wissen wir, dass der Geisterraum jetzt im Wohnzimmer ist, auf jeden Fall. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob es wirklich das Wohnzimmer war oder der Gang. Willst du mal nochmal gucken, aber dann geht deine Sanity auch runter. Ja, aber da hat man doch im Spiegel so einen Deckenventilator gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass es der Gang war. Ja, gib her die Scheiße. Muss es aber im Haus machen. Oh Gott. Meinst du, ich gucke in diesem LKW danach, oder was? Ja. Hä? Wie? Was soll denn das sein? Ich sehe meinen Spiegel. Und den... Ist das jetzt der Flur? Ich habe nur den Eingang gesehen. Ja, dann muss es der Flur sein. Ah! Oh! Nein! Sie jagt! Versteck dich! Digga, es ist zum Kotzen. In welchem Schrank ist er denn? In dem hier? Ich unterhalte mich jetzt mal mit dir. Ach da! Welche Tür hat hier gerade geknallt? Ey, warum geht diese scheiß Tür hier nicht auf? Nach innen öffnen! Nach innen öffnen!
Sucht ihn. Geil. Alter, beim letzten Mal haben wir richtig gut gespielt. Wir sind gerade voll schlecht. Schon eine Sanity von 0, der Spiegel hat uns so gefickt. Nee, gut, ich geh jetzt rein und werde in irgendeinem Raum die Spirit Box benutzen. Und werde wahrscheinlich sterben. Einem Flur, Mann. Aber es muss ja echt der Flur gewesen sein. Ja. Hallo, bist du hier? Hallo, bist du hier im Flur? Hallo, bist du hier? Alter, hat mich die Leiche erschreckt. Alter, ist das cool, wie die Hecke. Oh, oh. Oh mein Gott! Ah! Oh mein Gott! Hey, das ist Pizza! Ist das geil! Alter, wir sind übel schlecht. Wir sind voll schlecht, Alter. Aber wie kann das denn sein? So aggressive Geister hatten wir noch nie. Wir haben uns, glaube ich, wegen dem Spiegel haben wir uns ein bisschen selber gefickt, wegen der Sanity und so. Ich bin in den Schrank gelaufen, ne? Und wollte mich verstecken und da hing einfach deine Leiche. Ja, ich hab's so gesehen. Ich hab mich so weggehauen. Weil die hing halt auch nicht normal da drin, so einfach so schief und krumm. Ich habe auch die ganze Zeit, wenn du selber tot bist, kannst du ja den Geist dann auch sehen, wo der entlang läuft und so. Und der ist zweimal an deinem Schrank vorbeigelaufen und hat zweimal die Tür aufgemacht dabei. Hättest du, glaube ich, einfach deine Fresse gehalten und die Tür mal wieder zugemacht, dann hättest du überlebt. Ja, das ist richtig. Ich habe vergessen, dass man einfach sein Maul halten muss dabei. Ja. Aber der hat halt einfach beim Vorbeigehen immer die scheiß Tür aufgemacht und ich habe sie wieder zugemacht. Aber ich wäre eh verloren gewesen.